Hallo liebe Freunde und Zuschauer, Zuschauerinnen, es geht wieder weiter und zwar mit dem Stammler. Da habe ich doch in der Bibliothek etwas gefunden und im unteren Absatz steht, ich habe das Buch vom Nachkommen des Stammlers gelesen. Dieser Rudolfus Vergil berichtet, dass er den Fokus des Grabes erhalten hat und diesen sogleich in seine Truhe hinterlegt hat, damit niemand mehr die Ruhe seines Ahnen stören kann. Der Schlüssel, der in dem Buch lag, aha, das ist eine neue Erkenntnis für mich, scheint diese Truhe zu öffnen. Die Truhe soll sich in einem Haus im Wald befinden, wo Vergil gelebt haben muss. Vielleicht kann mir Telem sagen, wo dieses Haus zu finden ist. Ja, und da werden wir mal Telemchen mal fragen, wo dieses Haus ist, wenn er es denn weiß. So, Janus. Ich glaube, mit Janus haben wir soweit alles erledigt. Das war hier, glaube ich. Ja, genau, hier war das. Sorry, Leute, dass ich mal eben kurz überblenden musste, um mich wieder zu orientieren. Das ist ja auch eine schöne große Burg. Und Telem ist natürlich sehr weit oben. Wieso hast du eigentlich keinen Fahrstuhl hier oben, Telem? Kannst du mir das mal sagen? Ach, gab's noch gar nicht. Ich war in der Bibliothek und habe das Buch gefunden. Okay, hier gibt's wieder Pause. Sehr gut. Und? Konntest dir weiterhelfen? Also ich lasse es so laufen. Ich denke schon. In einem alten Haus im Wald soll sich in einer Truhe ein Fokus befinden, mit dessen Hilfe die Gruft zu öffnen ist. Ein altes Haus im Wald? Um eine Hütte würde es sich da wohl nicht handeln. Die sind gerade mal ein paar Jahrzehnte alt. In den südlichen Bergen kommt man nur ein Gebäude außerhalb der Stadt, wenn man den alten Wachturm, den man vom Strand aus sehen kann, aufsuchen will. Soviel ich aber weiß, wird dieses Haus noch bewohnt. Sonst wäre es ja auch schon längst verfallen. Ja, da werde ich an dieser Stelle mal einen Speicherstand nicht machen. Den müsste ich davor gemacht haben. Dann schauen wir doch mal nach, was der Stammler so sagt, beziehungsweise was im Logbuch steht. Telem erklärte mir den Weg zum alten Waldhaus, befindet sich in den südlichen Bergen, also genau dort, wo auch der alte Wachturm sich befindet. Es ist das alte Haus, das ich bereits entdeckt habe und diesem komischen Einsiedler gehört. Ja, habe ich es mir doch gedacht. Dann müssen wir da wohl irgendwie hin. Bloß, wie komme ich da wieder hin? Das ist die große Frage. Naja, wenn wir mal eine kleine Übersprungshandlung machen. So, da sind wir. Am Handweiser zum Adanos-Schrein und zum alten Wachturm. Also muss ich hier runter. Durch das Dickicht hier. Stopp mal, hier ist noch ein Handweiser gewesen. Ja, der alte Wachturm. War der alte Wachturm? Wo war der denn? Der war ganz oben, das ist klar. Aber wo muss ich denn rum? Hier ist noch ein Handweiserchen. Es kann natürlich auch sein, ich gehe jetzt nämlich mal zu Fuß hier irgendwie runter, dass wieder neue Kreaturen gespawnt wurden. Habe ich hier irgendwie was gesehen wie ein Baumstamm? Nee. Also dass hier eventuell was Neues gespawnt ist. Ja, zum Beispiel ein paar Warane. Die ich noch nicht abgeschossen habe oder eliminiert habe. Ja, super klasse hier. Oh. Ja, da stehen mir zwei Warane im Weg. Und die müsste ich doch irgendwie mal eliminieren können. Aber so im Nahkampf schaffe ich das nicht. Denn ich versuche mal Folgendes. Ich versuche mal auf diese Palme zu kommen. Man bringe mich auf die Palme bitte sehr. Das hat sogar geklappt. Und? Bleibst du unten oder kletterst du auch auf die Palme? Dann werde ich aber wirklich hier zur Palme. Wow! Also ich finde, auch wenn es unmöglich ist, solche Kreaturen in diesem Spiel auf herkömmliche Weise zu eliminieren, sind doch richtig gute Sachen gespacert, also hier positioniert worden.
von wo aus man solche gefährlichen Kreaturen richtig schön eliminieren kann. Abspeichern nicht vergessen. Das gleiche machen wir mit dem Waffen da hinten. Oh, da sind zu viele. Nee, okay. Ich will nicht ablenken. Ich habe ja jetzt nur hier ein Beispiel gezeigt und jetzt wollen wir zum alten Wachturm respektive zu diesem alten verlassenen Haus. Von hier aus kann man sogar den anderen noch schreien sehen. Ja. Das müsste doch die richtige Richtung sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Gobline. So, die Sonne hat jetzt mal einen Sprung gemacht. Bin ich jetzt nun richtig oder bin ich nicht richtig? Scavy, mit Bogen oder ohne Bogen? Große Frage. Ah, lieber mit Bogen. Na? Na? Oh, er bleibt sogar stehen, bis ich ihn treffe. Obwohl ich mir ein bisschen Fleisch noch gebraten habe. Aha, Dunkelpilz. Obwohl ich mir noch ein bisschen Fleisch gebraten habe, bleibe ich doch noch ein bisschen hier auf Abstand. Was die Scabbies angeht. Moment mal, jetzt sind wir hier wieder an der Treppe. Gut, dann tun wir das mal. Bis ganz nach oben. Ja, wenn man nur einmal in dem Spiel hier an dieser Stelle war, dann prägt man sich das nicht so ein. Es ist müßig, natürlich die ganzen eigenen Let's Plays zu gucken, um zu gucken, ja, wo war denn das jetzt nochmal? So. Ach ja, richtig, da war noch so ein lustiges Tier auf der gegenüberliegenden Seite. Ich weiß, ich gehe wieder in die falsche Richtung, aber ich wollte nochmal gucken. Ja, ja, genau. Das Vieh ist es nämlich. So, sicherheitshalber gucken, ob ich meinen geschärften Pfeil gespannt habe. Und da ist ja noch ein ganz gefährliches Teil, und zwar eine Ripper. Ein River. Oh, der ist ja schon leicht ange... Mann! Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Den Ripper. Und konzentrieren uns mal auf das Haus. Komme ich denn jetzt hier hin? Ich kann ja auch hier hoch. Genau, hier war ja dieses komische Teil. Ach, hier gibt es noch eine Feuernessel. Und hier liegt ein gemetzeltes Schaf. Ja, natürlich, da habe ich den Greif doch eliminiert. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da hinten ist das Haus. Oh, das ist auch noch weit weg. Na, lustig. Ach ja, und da unten sehe ich schon kleine Kreatürchen. Die stehen hier vor der Tür. Nein, die stehen hier Spalier. Wie wäre es mal mit runtergehen? Ja, danke sehr. Und das sind... Nein, das ist das Schwert. Das ist hier ein Gobo. Ach, glaube ich, kann die doch hier im Nahkampf eliminieren. So ist es doch nicht, oder? Das ist doch nur einer, oder? Das wird doch wohl kein Schwierigkeit sein. Mal los, komm an. Kriegst auf den Popo. Also. Und trägt sogar 5 Gold mit sich. Ja. Da sind wir doch. Sehr schön. Ja, da haben wir noch die Blutfliegen vergessen. Ja, was soll ich denn jetzt hier nochmal machen? In einer Truhe gucken, hieß es doch, glaube ich. Telem erklärt Waffen, wo wir ein Haus bereits entdeckt haben und diesem komischen Einsiedler gehört. Ja. Gucken, habe ich noch Fleisch zu braten?
alles Fleischbraten. Ein Stück. Auch gut. Hier geht's, glaube ich, wieder raus. Genau, richtig. Das brauchen wir nicht. Also gehen wir mal ein Stockwerk höher. Da ist eine Truhe. Aha. Vergils Hinweis. Hinweis von Rudolfus Vergilius. Vergil natürlich. Dann gucken wir doch mal gleich, was wir hier für lustige Hinweise haben. Da. Vergils Hinweis. An meine Erben. Da es zu unsicher war, den Fokus, in der die Gruft öffnet, im Haus aufzubewahren, habe ich diesen in der alten Salzmine unter dem großen Schutthaufen versteckt. Vor dem Schutthaufen mit Blick zum Meer muss man an der linken Seite graben. Herzlichst, ihr Rudolfus. Ups, wo bin ich jetzt? Vergil. Also Salzmine. Gut. Und jetzt deucht es mir wieder natürlich sehr bekannt, weil an dieser Stelle habe ich vor Jahren dieses Spiel beendet, weil ich da absolut nichts gefunden habe. Also wird das jetzt total neu für mich, wenn ich in einer Salzmine bin. Und wie komme ich da jetzt wieder hin? Große Frage, das war unten irgendwo. Moment mal, Salzmine, die ist doch verschlossen. Hä? Abspeichern. Oder irre ich mich da? Salzmine, die Salzmine wimmelt von mehreren Monstern, um diese wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, von dem Stadtteil da. Da war es eine andere. Genau, die Silbermine war verschüttet. So war der. Backt auch. Ja, da hinten sind noch ein paar giftige Fliegen, die ich aber eigentlich nicht haben möchte. Oh, hier hat versucht einer was anzubauen. Eigenbedarfstechnisch. Ja, die Salzmine. Große Frage, was kommt da? Aha. Sollte ich es wagen, doch nochmal ein Blutfliegelchen zu töten, dann versuche ich es aber nur mit Pfeil und Bogen. Ja, sicherheitshalber nochmal. Gucken, ob ich den geschärften Pfeil genau richtig. Könnte auch Feuerpfeil nehmen, aber ich habe nur zwei und noch zwei Schwefelbrocken im Inventar. Das würden insgesamt 30 geben, aber wer weiß, wozu ich diese Schwefelbrocken noch bräuchte. Die Pflege geht. Oh, das ist so eine große. Los, ja, das ist gut. Oh, hat mich aber Lebenspunkte gekostet hier. Große Giftfliege. Ich hätte noch Tränke bei Telem kaufen sollen. Ja, super geil. Das Fleisch bringt ja auch nicht mehr so viel. Ja. Die da, da hinten geht es ganz weit rein. Da will ich erstmal nicht hin. Erstmal orientieren. Wir haben nämlich hier noch unheimlich viele Feuernesseln zu sammeln. Aber ich bin ja schon über 15 Stück hinaus. Hier, ja, hier werde ich wahrscheinlich schon gesammelt haben. Ach, die Musik ist schön. Dramatisch. So. Hoffentlich. Ja, boah. Aber noch Gift verspritzt. Also das ist sozusagen die das Geheimnis der Giftfliege. Wer Gothic 3 kennt, der nicht weiß, zu plündern. Der weiß ganz genau, dass es ja auch so giftige Blutfliegen. Ich weiß ja gar nicht, ob die da auch Blutfliegen heißen mehr. Auch wieder lange her, dass ich Gothic 3 geschrieben habe. Dass wenn man gestochen wird von denen, aber noch im Leben bleibt, so langsam mal so nur die Lebens der Lebensbalken nach unten geht und sich grün verfärbt. Das war meine Erinnerung daran. Ja, dann schauen wir mal, ob wir so ein bisschen was an Erfahrungspunkten sammeln können. Ich melde mich wieder, wenn ich mich hier durchgeschlagen habe. Naja, jetzt habe ich hier diese kleine Giftfliege eliminiert.
Und währenddessen ist mir aufgefallen, da hinten befindet sich wieder so ein Holzscheibenheinz. Mann, oh Mann, oh Mann. Also so ein Waldgolem. 10 Pfeile, und zwar von Feuer. 10 Pfeile von Feuer mit dem Waldgolem? Könnte das eventuell schneller gehen? Feuerpfeil als Munition gewährt. Ja, der Waldgolem sollte natürlich auch wieder ein bisschen von einer Anhöhe. Mal gucken, was haben wir hier zum Klettern? Ein Dunkelpilz, ne? Der ist zu niedrig und außerdem würde er zermatschen. Okay, immer schön gucken, was wir hier so finden an Klettermöglichkeiten und dann, da ich jetzt die Reichweite habe bei dem Golem, nee, ich bin auf der sicheren Seite, indem ich ihn ganz einfach mal anlocke oder rüberspringe zum Ast. Nee, geht auch nicht. Ja, man muss mal alles ausprobieren. So, wo bist du denn? Da ist er. Ja, wunderbar. Gucken, vielleicht kann der gar nicht klettern. Wo bist du? Wo bist du? Ach, der bleibt da hängen. Wo ich hängen geblieben bin. Ich weiß nicht, ob ich von der Entfernung treffen kann mit meinem wertvollen Feuerpfeil. Ich wollte ihn eigentlich schon ein bisschen hier in meine Richtung bekommen. Aha. Na gut, okay, wenn er da hängt. Ah, er löst sich so langsam. Trotzdem. Probier ich's mal. Hä? Ja, das ist jetzt wieder Mist. Da ist irgendein Dutsch drin. Das hält auch meine Pfeile auf. Geht nicht. So, Holz brennt ja gut, also nehmen wir einen Feuerpfeil. Okay. So, Golem. Dann anlocken. Genau. Hätte jetzt meine Golem-Rüstung anziehen können. Aber da ich doch lieber hier... Wo ist er denn? Ah ja, okay, da ist er. Mal gucken, ob er... Ja, genau, er kommt an den Felsen und so. Will ich das haben? So, also mal gucken, was er hier für Ideen hat. Hat der Waldgolem Ideen? Ja, außer hin und her laufen läuft hier noch. Hä? Hey, jetzt habe ich nur noch 8 Pfeile. Okay, wenn er da nicht hin will, dann würde ich mal riskieren, hier runter zu springen. Aus sicherer Entfernung, beziehungsweise hier. Okay, der brennt nicht, der Kerl. Das ist doch Mist. Der brennt nicht. Wieso brennt Holz hier nicht? Okay, das wird wieder hier eine Zeitraffer-Geschichte werden. Nee, ne? Oh, Glück gehabt. Oh, jetzt ist er in so einer Lücke drin hier. Kuckuck. Jetzt kann ich wieder nicht aimen. Ja, freies Zielen habe ich natürlich ausgeschaltet. Ist natürlich ein Nachteil in so einer Situation. Denke ich mal. Ach, was soll's. Dann holen wir noch mal ran. Boah. Ach, jetzt ist er wieder da unten. Ja, das kann er. Nach unten springen kann er. So, einen noch. Zwei noch. Drei noch. Vier noch. Okay, jetzt zerbricht er da wie altes, morsches
Holz. Hallo. Ja, kann ich was machen hier? Gucken. Ja, oh cool. Das war cool. Also, falls ihr nochmal hängen bleiben solltet, als Tipp, so wie hier. Gucken, vielleicht funktioniert es. Okay, jetzt hat er es automatisch gemacht. Nee, aber man muss mal alles mal ausprobiert haben. So, Waldgolemchen 3, Holzscheiben. Und der brennt nicht. Das war ja wohl ein Witz. Der Waldgolem ist unbrennbar. Er nimmt zwar Schaden beim Feuerpfeil, aber er brennt nicht. Ich hab's echt gehofft. Oh Mann. Noch irgendwas in der Nähe. Oh, das ist auch wieder so spooky hier. Diese Sonnenstrahlen. Okay, dann kann man noch ein bisschen hier nach Kräutern scouten. Indessen habe ich jetzt vergessen, wo ich eigentlich wirklich hin will. Wo will ich denn hin jetzt? Ja, ich musste eigentlich noch jemandem Bescheid sagen, bestimmt. Mit dem, ach ja, Salzmine. Das ist es. Ah, der Waldgolem hat mich ganz schön verwirrt. Auf jeden Fall habe ich dann schon mal hier die Ecke auch mal gesäubert. Hier kann man aber auch nicht großartig in die Felsen klettern. Okay, das sieht wieder nach Lichtung aus. Okay, jetzt sind wir... Ah, jetzt, ja. Jetzt sind wir da hinten, ist wieder dieser Holzfäller Heinz da. Salzmine. Ich melde mich wieder, wenn ich die Salzmine gefunden habe oder wenn es hier aufregende Dinge gibt. Man, oh, bin ich bekloppt. Ich hab doch eine Karte von der Salz, von den Minen. Wo sind sie denn? Karte Tamora, Connor, das ist die hier. So, das ist gut. Ja, aber da steht natürlich nicht drin, welche Mine wo ist. Die mittlere wird wahrscheinlich die verschüttete sein. Salzmine. Es gibt ja auch Handweiser zu den Salzminen. Gucken wir mal nach den Handweiser dann. Ja, hier ist ein Handweiser zur Erzmine. Und die Salzmine wird wahrscheinlich hier in dieser Richtung sein. Also hier durch. Was haben wir eben auf der Karte gesehen? Ich glaube, dass es die Salzmine ist. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch eine andere Mine sein. So, hier habe ich alles befreit von Wölfen und grünen, giftigen Käferches. Hier dürfte eigentlich nichts kommen. Jetzt gucken wir mal weiter hier zur Karte. Bin ich denn in der richtigen Richtung? Ich bin in der richtigen Richtung. Ach, die ist unten am Strand da unten irgendwo. Hier war ja Igor. Aha. Oh oh. Moment mal. Schade, dass man durch Drücken von M nicht direkt auf die Karte kommt, die ich gerade hier im Inventar gezogen habe. Denn wenn ich M drücke, kriege ich die normale Karte. Okay. Ist ein bisschen umständlich, aber ist halt so. Ja, dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier in der richtigen Ebene bin. Da ist ja ein Handweiser. Handweiser hier. Salzmine. Es regnet. Das Wasser läuft mir in den Schuh. Vor kurzem bin ich dir begegnet. Doch ich finde keine Salzmine. Doch hier. Das könnte sein. Oh, 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 oh. Ist er das? Tolle Nummer. Den werde ich jetzt nicht mehr los. Ja, wenn es regnet und das alles unübersichtlich wird, dann abhauen. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier noch ganz schnell einen Pfeil finde. Wo ist jetzt die Mine? Die Fliege. Toll, ich habe so wenig. Die mussten mich irgendwie noch verfolgt haben. Da ist er. Okay. Leute, gerade eben noch so
Hey, kleine Giftfliege. Ja, man sollte mal was essen. Ich habe ja noch ein bisschen Fleisch. Und dieses blöde Wetter. Mal scheint die Sonne. Dann regnet's. Und dann regnet's wieder. Also, bin da. Eine Giftfliege war, gibt es bestimmt noch mehrere. So wie ich das hier sehe, war ich hier überhaupt noch gar nicht. Auch nicht im Let's Play drin, in der Aufzeichnung. Okay, da ist noch eine. Aber hier links war doch sowas wie ein Eingang. Aus wie ein Stollen. Rollen. Da sind immer viele. Mann, oh Mann. Ausgerechnet bewachen die da den Stollen. Naja, gucken wir mal. Wie viele sind es denn? Ich sehe 3 Stück. Ja, okay. Und folgt mir schön. Boah, die sind mal fix. Die sind fix. Mann, oh Mann, sind die fix. Fixer als Fix, Mann. Die Fix. So. Gucken. Erstmal hier durchs dichtig. Na? Da seid ihr. Ach so, wenn er so ist. Wenn ihr euch da festbeißen wollt, mir egal. Was ist denn jetzt los? Ja, richtig, da waren noch die alten Pfeile. Die 5. Ja, genau. Okay. Okay, noch eine. Das waren noch 3 Stück. Ne, die ist wohl die 3. Ist wohl nicht mit dir kommen. Die hatte keinen Bock. Okay. Oh, das hat ein bisschen geruckelt. Bin mit dem Kopf gegen den Baum gekommen. So, jetzt haben wir ein bisschen wieder klares Wetter. So. Und es kommt die Sonne raus. Das ist diesmal eine große giftige Fliege. Nimmt die mich überhaupt wahr, wenn ich direkt vor dem Mineneingang stehe? Nein, nimmt sie mich nicht. Gut, dann machen wir mal hier einen Speicherplatz-Save und gucken mal, was wir hier für lustige Teile finden. Naja, da unten ist auch einer. Oh, ein Salzcrawler. Ein Salzcrawler, gegen den ich keine Chance bestimmt habe. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, mal wieder eine Ecke gefunden. Oh, der Salzcrawler. Oh, den verschiebe ich. Dann kommt er auf mich zu. Oder doch nicht? Und bleibt aber unten liegen. Wird nicht getroffen. Na? Will auch nicht ganz runtergehen. Oh, Panik. Panik, Roland. Und jetzt. Oh, was ein Schrei. Ja, den haben wir schon mal erledigt. Den Salzcrawl und es gibt Minecrawler-Zangen können aufgebrochen und das Sekret darin lecker getrunken werden. Jetzt gucke ich mal, wie viele Pfeile wir noch haben. 56 geschärfte Pfeile. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele Salzcrawler hier denn noch auf mich warten. Wenn es noch einer. Oh, wo sind das da alles? Hilfe. Meine 2 gesehen zu haben. Hä? Okay.
Das ist auch noch einer. Aha. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? In der Salzmine. Das ist hier eine Anhöhe. Ah, alles klar. Ja, das ist natürlich klar, dass er hier runter geht. Und da ist noch ein... Oh, nee. Ah, sehr gut. Bleib hier. Oh. Das wird wieder müßig. Was liegt denn hier? Eine Schepitzhacke. Das ist ja gut. Okay, wenn ich die Salzheinis hier irgendwie eliminieren könnte, dann werden wir das sehen. In der nächsten Folge. Ja, leider. Danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar. Schenkt mir einen Daumen und da hinten sehe ich ein Schiff. Ich wollte mich verabschieden. Und plötzlich kommt dieser Salzcrawler die Treppe hoch, also die Leiter. Das darf ich ja hier wohl nicht an der Stelle hier unerwähnt lassen. Konnte ihm noch einen rüberzwiebeln. Also das ist ja nicht zu fassen. Dann nimmt der einfach... Die Leiter da und kommt hoch. Habt ihr da gemacht? Ja, KI hier. Oh Gott. Ja, okay, bis hierhin. Also wie schon gesagt, ciao.